Basta Berlin. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir erleben eine Zeitenwende. Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen. Der alternativlose Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Event 201 der Basta Berlin Gemeinde. Hier ist Folge 201. Wir sind am 30. November 2023, was mal wieder ein Donnerstag ist. Ich bin Benjamin Golme. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Der Winter ist über Deutschland hineingebrochen. Manche sagen, der schlimmste seit 125.000 Jahren. Aber es geht noch schlimmer. Unsere Bundesregierung zum Beispiel ist die schlimmste seit Anbeginn der Zeit. Der Modus, die Krisen einfach nur zu ignorieren, einfach nur auszusetzen, den Kopf lange genug in den Sand zu stecken, dann wird schon irgendwie gut gehen. Aber es ist überhaupt nicht gut gegangen. Ricarda Lang, ich darf zustimmen. Überhaupt nichts ist gut gegangen. Nee. Mit der Finanz- und Wirtschaftspolitik verhält es sich in etwa so wie bei Herrn Joppa, wenn er mit seinem Mikra durch den Tiefschnee fährt. Erst wird geschlingert, dann wird unkontrolliert gerutscht und schließlich steckt man fest. Hm. Und der Abschleppdienst ist derzeit auch nicht in Sicht. Ja, und was machen wir da? Naja, würdest du Ricarda Lang abschleppen? Samstags nachts? Mit Mika kriege ich das nicht hin. Entschuldigung. Was machen wir denn jetzt da? Also wir tun ungefähr das, was die Deutsche Bahn quasi bei der ersten Schneeflocke macht. Ja? Wir erklären die nationale Notlage. Mhm. Was für ein perfides Spiel das eigentlich ist mit unserem Steuergeld. Wir schauen uns das heute mal genauer an. Ebenso die Rolle der Grünen bei dieser schmutzigen Schneeballschlacht. Eisige Zeiten kommen auf uns zu. Auch im Blick auf die Weltgesundheitsorganisation WHO. Immer wieder wurden wir von euch gebeten, mal einen Blick auf den geplanten Pandemievertrag zu werfen. Und genau das werden wir heute auch tun. Mhm. Denn dieser Vertrag hätte möglicherweise doch auch erhebliche Auswirkungen auf dich und dich und dich und mich. Und eine Warnung noch vorweg. Ja, es könnten euch eventuell die ein oder anderen Regierungspolitiker heute in der Sendung begegnen. Aber auch keine Sorge, das stehen wir wieder mal zusammen durch. Und wir starten in den ersten Block, oder? Dann mal los mit unserer ganz besonderen Folge. Das Event 201 der Basta Berlin Gemeinde. Ja, also Event 201. Bei wem klingelt's da eventuell? Ja, also gelernte Experten für Verschwörung und Weltherrschaft, die wissen natürlich direkt, was hier Sache ist in ihrem enthusiastischen Kopf. Für alle Schlafschafe aus dem Moostopf jetzt nochmal kurz die Eckdaten. Das Event 201 ging im Oktober 2019 in New York über die Bühne. Eingeladen hatte das Johns Hopkins Center. Johns Hopkins wurde kurze Zeit später als die Zahlenmaschine der Pandemie bekannt. Weltweit notierte die Einrichtung da die Pandemiezahlen und erstellte gruselige Grafiken, in der das Virus langsam aber sicher in aggressivem Rot die Weltbevölkerung erfasst. Eingeladen hatte darüber hinaus noch die Bill und Melinda Gates Foundation, also die Institution, die weltweit Impfungen organisiert und propagiert. Mhm. Und die Foundation hat ja mit Aktien des Unternehmens BioNTech einen dreistelligen Millionenbetrag verdient. Eingeladen hatte außerdem das Weltwirtschaftsforum, ja. An deren Spitze sitzt ja Klaus Schwab. Der wirbt für den Great Reset und sagte, wir können nicht zur alten Normalität zurückkehren. Das WEF sieht auch in der aktuellen Situation eine Chance für tiefgreifende Veränderungen. Das Event 201 war ein Planspiel. Dort wurde der Ausbruch eines Coronavirus geprobt. Das Virus beginne mit grippeähnlichen Symptomen und daraus werden dann aber schwerere Symptome wie beispielsweise Lungenentzündung. Mit diesem Event 201 hat man sich so quasi auf eine Pandemie vorbereitet. Es war eines von mehreren Planspielen, aber es war das letzte vor SARS-CoV-2. Heute also unser Basta Berlin Event 201. Was sollen wir damit jetzt anfangen? Sollen wir aufarbeiten? Dass man sozusagen in welcher Form auch immer, Untersuchungsausschuss, Enquetekommission, wird ja alles Mögliche diskutiert. Das müsste man, sagen wir es andersrum. Ich würde immer sagen, aufarbeiten, lernen. Ich bin rumgerannt und habe gesagt, wir müssen aufarbeiten, lernen, heilen.
I'm on record. Also ich lasse mir von niemandem, habe ich auch schon oft gesagt, vorwerfen. Weil das, hören Sie ja, die Büchse hat schon wieder... Wie bitte? Was haben Sie? Habe ich nicht verstanden. Nee, die Vorsitzende des Ethikrats will aufarbeiten, aber sie will den Untersuchungsausschuss in Brandenburg ablehnen. Also den lehnt sie ab. Irgendwie verwirrend. Ich kann es dir gerne erklären. Also Alena Büchs ist total für Aufarbeitung. Das sagte sie vor einigen Tagen auch im Presseclub München. Aber diese Aufarbeitung, die müsste sehr gut gemacht sein. Ansonsten drohen echte Dramen. Meine Sorge wäre, dass diejenigen, die jetzt nach Schuldigen suchen, und zwar ehrlich gesagt egal, ob begründet oder unbegründet, da gibt es ein tiefes Bedürfnis danach, Schuldige zu suchen und natürlich auch zu sagen, ihr Politikerinnen und Politiker, und im Übrigen, Sie wären da ja nicht außen vor. Das wissen Sie ganz genau. Also das würde ja die Medienschaffenden ganz genauso betreffen. Jetzt wird es langsam deutlicher, ja? Alena Büchs will auf keinen Fall, dass Buster Berlin die Pandemie aufarbeitet. Das sagt sie natürlich nicht, denn Buster Berlin kennt dort beim Presseclub vermutlich niemand oder würde es nicht öffentlich zugeben. Aber ganz klar ist, es dürfen nicht die Falschen sein, die hier die Aufarbeitung betreiben Nein. und die hier ihren Mund aufmachen. Denn Gott bewahre, dann könnten ja sogar die Medien in die Verantwortung genommen werden. Sehr schön übrigens auch ihr Tonfall, als sie das gesagt hat. Also auf einmal wird die Luft im Raum ganz dünn, denn sie baut ja quasi ein Drohszenario auf. Man könnte fast behaupten, sie droht den Journalisten. Wenn ihr das zulasst, dann geht es auch euch an den Kragen. Und genau diesen Punkt konkretisiert sie dann auch. Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und was weiß ich. Also Sie sind ja, da soll Zweifel gesät werden. Das ist meine Sorge, dass das genutzt würde, dass Zweifel gesät wird an diesen demokratischen Institutionen, an der Politik insgesamt. Es war alles falsch, war alles böse. Sie haben alle falsch berichtet. Sie hatten alle den Maulkorb. Sie waren gleichgeschaltet und so. All diese Geschichten, die man im Moment hört. Gott bewahre. Oh, liebe Frau Büchs, keine Sorge. Nein, nein, wir machen heute keine Aufarbeitung. Nee, insbesondere nicht in Sachen Medien. Denn die Medien, die haben während Corona wirklich so gut wie alles richtig gemacht. Achtung ja, für alle Radiozuhörer, jetzt kommt Ironie. Ach so. Also beispielsweise die Bilder von Bergamo, die haben Sie ja auch gezeigt und auch nie richtig eingeordnet. Klasse. Die Medien haben sehr gut über die Wirksamkeit der Impfstoffe informiert. Begonnen im November 2019 bis heute. Die Medien haben durch das permanente Aufaddieren von sogenannten Corona-Toten ja ein absolut klares Bild der Pandemie gezeigt. Sie haben zu jedem Zeitpunkt die Aussagekraft des PCR-Tests richtig dargestellt und den CT-Wert erklärt. Die Medien haben auch ausführlich über die widerwärtige Polizeigewalt auf Demonstrationen berichtet. Beispielsweise über den Knockout von Rentnern durch brutale Polizisten. Dafür gibt's die goldenen Eier. Ja. Frau Büchs benutzt ja hier ein sehr unangenehmes Wort. Also ich fand's wirklich, also ich weiß gar nicht, wie ich das eigentlich jetzt so, also muss ich schon mal, ich rede jetzt schon wie die Frau Büchs, sie kommt auch nicht auf den Punkt. Richtig? Gleichgeschaltet. Also, wenn die Medien gleichgeschaltet waren, dann waren sie auf jeden Fall richtig gepolt. Aufarbeitung, na komm, lass mal. Und darum machen wir das heute auch nicht. Nee, unser Event 201, das läuft heute ganz klassisch ab, ja? Wir bereiten uns auf die nächste Pandemie vor, ja? Und dabei bekommen wir auch hochrangige Unterstützung. Die Ethikrat Tussi, Alena Büchs, ist Medizinerin und Medizinethikerin. Unser nächster Gast ist übrigens genau das Gleiche. Ja, sie ist Medizinerin und sie ist auch Medizinethikerin. Sie ist jetzt neu in unserer Runde und wir begrüßen sie jetzt hier auf der Bühne von Buster Berlin. Herzlich willkommen, Andi, Medizinerin, Philosophin, Politologin und Ethikerin in der Medizin, Tina Rudolph. Vielen Dank. Gerne, gerne. Aber nicht wieder den polnischen machen. Ne? Also wir wollen ja noch gerne was von Ihnen heute sehen und hören, denn Sie müssen uns ja mit auf die nächste Pandemie vorbereiten. Ja? Also das war Tina Rudolph. Sie ist seit 2 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestags für die SPD. Und da ist sie auch Sprecherin für globale Gesundheit. Wird das eigentlich auch von Bill Gates bezahlt? Ich frage nur, ja, weil beim Spiegel gibt es da auch diese Kategorie globale Welt und die wird ja mit insgesamt 5 Millionen Euro von Bill Gates und seiner Stiftung finanziert. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei der Sprecherin für globale Gesundheit ist. Gehe davon aus, nein. Ich rufe sie mal an. Ruf sie mal an. Müssen wir nochmal schauen, wie der SPD-Parteitag so bezahlt wird. Aber Frau Rudolph ist also Sprecherin für globale Gesundheit bei der Sozialdemokratischen Partei Deutschland. Und in dieser Funktion hatte sie in Bundestagssitzung 104 einen Auftritt. Das Thema 75 Jahre Weltgesundheitsorganisation. Die WHO feiert Jubiläum und Tina Rudolph feiert mit. Die WHO
trifft sich einmal jährlich zur Weltgesundheitsversammlung, zur WHA. Dort werden Beschlüsse verabschiedet, die durch die Mitgliedstaaten eingebracht und vorbereitet werden. Die WHO ist urdemokratisch. Die WHO ist urdemokratisch, sagt Tina Rudolph. Hm? Finde ich toll, dass sie das mal festgestellt hat. Es gibt ja immer diesen Streit, wer ist die neueste, wer ist die älteste, wer ist die größte Demokratie. Und dann sagen die USA, wir sind die beste Demokratie. Die Inder sagen, wir sind die größte Demokratie. Die Griechen sagen, wir haben die Demokratie erfunden. Klar. Es gibt nur eine Antwort. Erfinder, größte und beste Demokratie der Welt, urdemokratisch. Das ist die Weltgesundheitsorganisation. Ja, freilich. Aber es gab auch Kritik, ja, auch in den großen Medien. Die WHO habe möglicherweise dem Druck von China stattgegeben, SARS-CoV-2 zunächst nicht als Pandemie einzustufen. Ah, und dann suchte die WHO in China ja auch nach der Ursache von SARS-CoV-2. Untersucht werden sollte ja auch die These, ob das Virus vielleicht doch aus einem Labor in Wuhan kommt. Hm. In der Untersuchungsgruppe der WHO reiste dann ausgerechnet Peter Daszak mit, also ein US-Forscher, der beste Verbindung zum Wuhan-Labor hatte. Tja, aber da wären doch Punkte, also das finde ich vor allem, sind Punkte, über die man zum 75. Jubiläum der WHO doch mal sprechen könnte. Meine Damen und Herren, wenn es die WHO nicht gäbe, dann müssten wir sie neu erfinden, weil wir genauso eine Organisation mehr brauchen denn je. Tina Rudolph hat nicht davon gesprochen, aber sie hat in ihrer Rede ja tatsächlich ein spannendes Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Die internationalen Gesundheitsvorschriften und den WHO-Pandemievertrag. Also gleich zwei Themen, die bei Corona-Maßnahmenkritikern und mRNA-Kritikern sofort zu Stressflecken führen. Man kann zwar auf der einen Seite behaupten, die Prozesse, die gerade laufen, der Pandemievertrag oder die Reform der Gesundheitsvorschriften, wären intransparente Prozesse. Man kann aber auf der anderen Seite dann eben einfach auch nur zu bequem sein, das entsprechend zu googeln, was sich alles im Internet findet, was alles transparent gemacht wird. Zu faul zum Googeln? Also Moment, das lassen wir uns nun wirklich nicht vorwerfen, ja? Und darum googeln wir heute zum Pandemievertrag und zur Revolution, zur Reform der Gesundheitsvorschriften. Wir googeln los und wir fangen bei Karl Lauterbach an. Ah. Unsere Google-Recherche bringt uns jetzt zu einem Artikel aus dem Jahr 2003. Erschienen ist er im Ärzteblatt und er trägt den Titel Wissenschaftliche Beratung Nachgeschmack. Karl Lauterbach, der hat für die Industrie gearbeitet. Er hat sich einem sehr bekannten Produkt gewidmet, dem Brotaufstrich Bezel aus dem Hause Unilever Best Foods. Ja. Seine Erkenntnisse, die hat er dann auf dem Europäischen Kardiologenkongress in Wien vorgestellt. Im Ärzteblatt lesen wir: Die Modellrechnung des Beraters der deutschen Bundesregierung hatte ergeben, dass sich innerhalb von 10 Jahren 117.000 neue KHK-Fälle vermeiden und somit Gesundheitsausgaben in Höhe von 1,3 Milliarden Euro einsparen ließen, Ui. Wenn gefährdete Personen ihren Fettverzehr auf Margarine mit Phytosterinestern umstellen würden. Ach was? Phytosterinestern, schätze ich mal. Ja, also umgesetzt, würde ich sagen, weg hier mit der Margarine, her mit Bezel. Ich glaube eigentlich weg mit der Butter. Auf jeden Fall her mit Bezel. Ja, ganz wichtig. Ich meine, 117.000 koronare Herzerkrankungen werden dadurch ja vermieden. Freunde, das ist ja nicht nichts. Ne? Das Weltgesundheitssystem, das Gesundheitssystem in Deutschland, spart 1,3 Milliarden Euro. Das ist ein klassischer Lauterbach. Das ist eine Rechnung von seinem Institut, was er damals gehabt hat. Mhm. Ja, das ist wirklich ein klassischer Lauterbach. Der Mann rettet Leben mit Bezel-Brotaufstrich. Wahnsinn. Frage ich mich wirklich, wann kommt endlich die Bezel-Brotpflicht? Wir googeln da mal weiter. Die Welt schreibt im Februar 2012, gesunde Margarine verursacht Probleme in Gefäßen. Mit Pflanzenfett kann der Körper nicht viel anfangen. Er muss es entsorgen. Klappt das nicht so gut, können sich Sterine in den Gefäßen ablagern. Das ist auch das Problem bei Bezel Proaktiv. Die Organisation Foodwatch kämpft seit über einem Jahrzehnt gegen diesen Brotaufstrich. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat im Tierversuch Anzeichen von Gefäßschäden festgestellt. Und zwar nach dem Verzehr von den von Bezel verwendeten Pflanzensterinen. Zum Glück macht Karl Lauterbach keine Brotaufstrichstudien mehr. Ganz wichtig. Ja, zum Glück ist er heute nur noch Bundesgesundheitsminister. Wir googeln aber mal weiter. Was sagt eigentlich sein Ministerium zum WHO-Pandemievertrag?
Das ist auf jeden Fall begeistert. Mhm. Das internationale Pandemieabkommen ist eine einmalige Gelegenheit, regionale, nationale und globale Kapazitäten zu stärken, damit Infektionskrankheiten seltener auftreten und sich insbesondere nicht zu Pandemien entwickeln. Warum denn einmalige Gelegenheit? Meine Vermutung? Mhm. Naja, weil die verheerenden Auswirkungen der Covid-Maßnahmen überall noch spürbar sind und die Mitgliedsländer das auch wissen. Und das kann man jetzt nutzen, um einen Pandemievertrag zu schmieden. Das ist zunächst einmal einmalig. Hm. Das ist also eine einmalige Gelegenheit auch für den Herrn, der hier grüßt. Minister Soreide, Minister Spahn, Dr. Borla and Dr. Hatchett, dear colleagues and friends. Dr. Tedros von der Weltgesundheitsorganisation, der grüßt Jens Spahn und Pfizer-Chef Albert Bourla. Schöne Grüße auch von uns an der Stelle. Das war im Januar 2021 beim Weltwirtschaftsforum. Zwei Monate später geht's dann los mit dem Pandemievertrag. In der FAZ lesen wir am 29. März 2021 ein großer Vertrag zur Bekämpfung von Pandemien. Covid-19 wird nicht die letzte Pandemie bleiben. Deswegen fordern mehr als 20 Staats- und Regierungschefs in einem gemeinsamen Aufruf, jetzt die Grundlage für eine Verbesserung und Bekämpfung von Seuchen zu schaffen. Am 1. Dezember 2021, da hatten sich die 194 Mitgliedstaaten der WHO dann geeinigt. Ein Vertrag zu Pandemieprävention und Vorsorge, der soll vorbereitet werden. Also dagegen spricht ja auch nichts. Also wir Deutschen zum Beispiel, wir sind ja auch sehr dankbar für Daten aus Ländern, die Daten erheben können. Ja. Zum Beispiel dänische Daten. Wir haben es ja leider jetzt nicht direkt so gehabt mit der Datenerhebung, Herr Wieler. Nee, es ist stimmt. Aber Datenzusammenarbeit über die Grenzen hinweg finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ja, also Kooperation auf verschiedenen Wege, um Krankheiten zu bekämpfen und die auch besser natürlich kennenzulernen, ja. Ich meine, das kann man ja machen. Das kann man ja machen. Und so wurden dann auch zwei Gremien gebildet. Das eine Gremium ist das Zwischenstaatliche Verhandlungsgremium. Es trägt die Abkürzung INB. Dort sitzen die Vertreter der 194 Mitgliedstaaten. Und diese Gruppe hat sich Anfang November das letzte Mal getroffen. Und diese Sitzung wird dann auch live auf der Seite der WHO übertragen. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie das da so aussieht und abläuft. Nevertheless, we would suggest to incorporate textual suggestions from the member states into the negotiating text as a part of the negotiation process. In the spirit of true multilateralism, international cooperation and solidarity to ensure that some of the injustices of COVID-19 are not repeated. Parts of the text remain very problematic. We have strong reservation against some how some provisions have been drafted, in particular those related to intellectual property rights and technology transfer on the one hand and financing on the other. Ja, so sieht das dann aus. Die Vertreter aus der ganzen Welt, die sitzen da vor Pappbechern und lesen sich gegenseitig ihre Positionen vor. Im Bild waren die Vertreter zu sehen aus Bangladesch, Äthiopien und der Europäischen Union. Der Äthiopier sprach von Ungerechtigkeiten während Covid-19, die sich nicht wiederholen dürfen. Der Europäer war unzufrieden mit dem Vorschlag zur Freigabe von Patenten und zur Finanzierung. Dieses Gremium bespricht die Vorgänge, die Vorschläge des zweiten Gremiums. Ja? Das zweite Gremium, das nennt sich INB Bureau. Ja? Also dieses Büro, das macht die Vorschläge für den Pandemievertrag, also die eigentlichen Vorschläge. Es besteht aus Vertretern von 6 Staaten. Die 6 Staaten stehen dann für die einzelnen Regionen der WHO. In diesem Büro arbeiten Brasilien, Ägypten, Japan, die Niederlande, Thailand und Südafrika. Aus Südafrika kommt auch die Chefin vom Ganzen, Co-Chair Precious Matsoso. Ja. Die leitet die Sitzung immer. Precious Matsoso. Und die berichtet auf der Seite der WHO, dass sie während der Pandemie viele Freunde verloren hätte. Sie war zuvor in der südafrikanischen Gesundheitsbehörde im Einsatz. Auch sie werdet ihr jetzt mal in Aktion sehen, die gute Precious. Sie verabschiedet den Gesandten Japans und begrüßt den neuen Gesandten Japans. I would like to remind INV that at the start of this session, our vice chair from the Western Pacific region, Mr. Kazuo Taguchi of Japan, was elected to be
a member of the Bureau. So his term is now nearing the end in Geneva. Wow, was für ein Esprit, das ist ja wirklich der Wahnsinn, ein echtes Showtalent, Precious, wow. Aber mal ganz im Ernst, also bevor ich mir 3 Stunden mit Precious Mazzoso angucke, da stecke ich mich echt lieber freiwillig mit Corona an. 3-mal Covid-19, das macht ungefähr so viel Spaß wie eine Sitzung der Weltgesundheitsorganisation. Es ist wirklich unfassbar, es ist unfassbar und es ist wirklich eine Frechheit am Bürger, diese Veranstaltung abzuhalten. Das ist nicht nur eine Frechheit am Bürger, das ist eine Frechheit von jedem, der da sitzt. Allein diese Verabschiedung von diesem Japaner hat ungefähr 8 Minuten gedauert und die Begrüßung vom neuen Japaner hat ebenfalls so. Also alles zusammen hat 8 Minuten gedauert. Warum? Erstmal, weil Precious sprechen musste und weil dann ja auch noch der Europäer gesagt hat, wie toll das mit dem Japaner gewesen ist. Was denken sich denn erwachsene Menschen, dass sie jetzt irgendeinem Japaner noch danken müssen für seine Arbeit und den nächsten begrüßen müssen? Es interessiert kein Schwein. Das ist in etwa so, wie wenn du auf einer Veranstaltung bist und da redet ein nicht ganz so Hochrangiger vor sehr Hochrangigen. Und die sagen dann erstmal, sehr geehrter Herr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter General AD so und so, General AD so und so, sehr geehrter Herr Botschafter Melnik, sehr geehrte ich mache jetzt lieber nicht weiter, sonst schweift das wieder ab. Aber genau so ist das. Es ist wirklich fürchterlich. Und dann sitzen die da vor ihren verdammten Pappbechern und erzählen mir was vom Klimawandel. Ernsthaft, das machen sie. Denn WHO-Pandemievertrag endet, das haben wir heute gar nicht drin, deswegen sage ich es jetzt mal. Ja, bitte. WHO-Pandemievertrag endet nicht mit Covid-19, Covid-25 oder Covid-30. Nein, es bezieht sich ja auch auf den Klimawandel. Und wenn die WHO tatsächlich auch Durchgriffsrechte in Sachen Klimawandel bekommt, einem Phänomen, was sicherlich noch nicht abschließend geklärt ist, und dann auch noch Maßnahmen dagegen bestimmen wird, na dann zieht euch warm an, aber wisst ihr was, lasst euch einfach weiter berieseln und schaut euch nochmal 3 Stunden von der Weltgesundheitsorganisation an. Ach ja, was ich noch sagen wollte, ja? Bitte? Da kommen hochgelehrte Menschen, vermutlich, aus aller Herren Länder zusammen und deren Englisch ist so richtig beschissen. Vielleicht das nächste Mal von Netflix verfilmen lassen, relativ divers ist es ja besetzt, dann kann man da vielleicht einen Leitfaden reinmachen. Ja, oder Precious Mazzoso spielt Karl Lauterbach, ist doch heutzutage alles möglich. 3 Stunden, das grenzt ja an einen Marvel-Film. Gut, aber nicht nur diese ordentliche Versammlung dieses Gremiums ist relativ kurios. Kurios sind auch die sogenannten Public Hearings. Diese öffentlichen Anhörungen, die sollen für Transparenz und Bürgerbeteiligung sorgen. Und wie jetzt Bürgerbeteiligung aussehen kann, zeigen wir euch an 3 Beispielen. Alle sind tatsächlich genau so vorgekommen. Beispiel Nummer 1, Juri Magno. Der ist ein Sarere Mave. Also das ist ein indigenes Volk aus Brasilien. Ah, gente, esqueci. Meu nome é Juri Magno, sou do povo Satere Mawé, tá? E quero falar para vocês sobre a medicina indígena. A importância que a medicina indígena é em nossas vidas. Sensationell. Indigene Völker entdecken das Smartphone und wenden sich direkt an die Weltgesundheitsorganisation. Und ich werde das mal übersetzen. Ihr habt das jetzt ja noch lesen können, aber verstanden habt ihr ihn jetzt nicht. Also er schlägt vor, indigene Medizin zu praktizieren und weltweit zu verbreiten. Er selber ist übrigens Produzent von indigener Medizin. Also ich weiß nicht, ob hier vielleicht ein Interessenkonflikt vorliegt. Ich wollte was korrigieren, Herr Joppa. Ich habe dir reingeschrieben, wir bringen jetzt 3 Beispiele. Ja. Nein, das würde zu weit führen. Ich denke, das Beispiel war schon einschlägig. Ich kenne noch eine weitere Frau, die auch ihre Medizin versucht hat, an die WHO zu verkaufen in einem kurzen Video. Das lassen wir jetzt mal weg. Bleiben wir mal hier bei Herrn Juri Magno. Indigene Medizin, Marcel, was hält die WHO davon? Medizin von Indigenen. Naja, kommt drauf an, wenn die jetzt aus Mainz kommt, aus der Goldgrube, dann ist das sicherlich wertvoll. Also, es gibt da diese Anhörung und da hätte theoretisch auch Marcel sich hinwenden können, hätte ein kleines Video aufzeichnen können, hätte das dann zur WHO geschickt und wäre dann Teil dieser Sendung. Es gibt noch weitere Organisationen und Einzelpersonen, die da mitgemacht haben, unter anderem 4 Pfoten. Ja, da stand im Video 4 Paws. Ich habe das übersetzt, es ist 4 Pfoten. Ja. Die Tierschutzorganisation 4 Pfoten hat sich natürlich auch eingebracht. Schön. Außerdem hat sich die Gavi-Impf-Allianz geäußert. Ah. Und wir zeigen euch jetzt mal die offizielle WHO-Liste für diese Bürgerbeteiligung. Hier seht ihr auch die Namen und die Organisationen. Dazu gibt es dann immer den Direktlink zu diesen Videos. Schön. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, dann halt den Kollegen Magno in voller Länge zu sehen. Juri Magno, ja. Könnt ihr es da machen? Hier ist die Liste. Das ist aber nur die erste Seite. Davon gibt es 5 Seiten, alle kleingedruckt beschrieben. Insgesamt sind das locker über 400 Videos.
Mal ganz im Ernst, wer guckt sich das denn an? Niemand, niemand. Die WHO, also diese sechs Auserwählten aus dem Büro, selbst das glaube ich nicht. Die Vertreter der 194 Ländern, ich weiß es nicht. Benjamin Gäume von Basta Berlin? Nein, das schaut sich wirklich kein Schwein an. Das ist wirklich nur eine Illusion von Bürgerbeteiligung. Da kannst du angeblich ja dabei sein. Du kannst der WHO mal so richtig deine Meinung sagen. Deine Meinung ist echt total wichtig. Also bring dich jetzt ein in den WHO-Pandemievertrag und das wird sicherlich ganz viel ändern. Nein, das ist natürlich absoluter Blödsinn. Aber dennoch haben wir durchaus auch eine kritische Stimme gefunden. The WHO needs to remember it is not elected and it has no lawmaking capacity within sovereign nations and the people thereof. You have consistently promoted the breaking of enshrined laws during this pathogen episode. We as people of the globe have medical, ethical and human rights laws protecting us around the issue of interventions, including a right to freedom, not house arrest. Sagt Dr. Emma Gillett, Chiropraktikerin aus Glasgow, das übersetzen wir jetzt mal von euch. Sinngemäß sagt sie, die WHO darf nicht vergessen, sie sind nicht gewählt, sie dürfen keine Gesetze erlassen. Wir haben souveräne Staaten, sie haben immer wieder Verstöße gegen Grundrechte gefordert bzw. beworben. Weiter, wir, die Menschen auf der Welt, haben medizinische und ethische Rechte. Wir haben Menschenrechte, die uns schützen gegen eure Maßnahmen. Wir haben ein Recht auf Freiheit statt Hausarrest. Ha! Und damit kommen wir jetzt mal zum spannendsten Teil der Sendung. Schön, dass du nicht spannenden Teil gesagt hast. Ich habe ja spannenden Teil ins Skript geschrieben, weil vorher fand ich es ehrlich gesagt stinklangweilig. Aber jetzt wird es spannend. Also richtig, richtig spannend. Also bislang haben wir euch ja eigentlich erklärt, wie der Pandemievertrag von der WHO so organisiert wird. Welche Gremien da tagen. Jetzt kommen wir mal zur Kritik am Vertrag selbst. Kritik gibt es wirklich viel, aber jede Kritik hat eigentlich auch ein wichtiges Problem. Der Vertrag ist ja gar nicht fertig. Nicht einmal der Vertragsentwurf ist fertig. Anfang Dezember treffen sich die Vertreter erneut. Im März 2024 soll er dann fertig sein. Ja, im Mai 2024, da soll er vorgestellt werden. Laut Deutschem Bundestag besteht an diesem Zeitplan möglicherweise Zweifel. Denn es gibt da einige Streitpunkte. Da wäre beispielsweise der Patentschutz. Das Ziel des Pandemievertrages soll es sein, Impfstoffe besser zu verteilen. Gilt auch nicht nur für Impfstoffe, sondern gilt für alle Pandemieprodukte. Also, was kann das sein? Masken, sterile Handschuhe, Nudeln, Toilettenpapier. Das kann vieles sein. Produkte also, die zur Pandemiebekämpfung dienen. Und die müssen dann zu 20% an die WHO gespendet werden. Das war ein Vorschlag. Und da geht es natürlich schnell um Milliardensummen. Der Patentschutz, der war auch schon während Covid-19 natürlich ein Thema. Der Impfstoff von AstraZeneca, der wurde ja zum Selbstkostenpreis abgegeben. Das führte ja auch dazu, dass er in Indien zum Beispiel massenhaft eingesetzt wurde. Die mRNA-Produkte von Pfizer-BioNTech und Moderna hingegen brachten Milliarden Gewinne. Und liebe Verschwörungstheoretiker da draußen, das beispielsweise könnte man als Indiz dafür sehen, dass der Impfstoff von AstraZeneca in Deutschland ganz schnell gar nicht schön war und gar nicht gut war, weil man damit auch gar kein Geld verdienen konnte. Ja. Wohingegen mit Moderna und Pfizer natürlich viel Geld verdienen werden konnte. Aber dafür habe ich keinen Nachweis. Wir hatten AstraZeneca-Tote. Das darf man hier heutzutage gerne so sagen. Das war der Grund, das war das Risikosignal. Können wir vielleicht noch mal eben kurz dieses Laufband, die Präparate von BioNTech, Pfizer und AstraZeneca haben Menschen getötet? Ja, wunderschöne Idee. Danke. Milliardengewinne mit einem vermeintlich lebenswichtigen Präparat. Das war das, was mit der mRNA-Technologie passiert ist. Und das also in einer weltweiten Notlage. Die Verhandlungsposition war ja recht eindeutig. Auf der einen Seite waren da die Hersteller, die behauptet haben, wir haben hier einen Gamechanger. Auf der anderen Seite war die Politik, die behauptet hat, da kommt der Gamechanger. Es war ja die Politik, die gesagt hat, die Pandemie wird gehen, bis der Impfstoff kommt und dann ist der Impfstoff da. Das ist eine ganz schlechte Verhandlungsposition für die Politik. Und so kam es ja dann auch. Das heißt, die Industriestaaten waren in einer Bittstellerfunktion und das war ein bisschen schwierig. Sollen die Patente freigegeben werden? Das war eine Debatte, die wir mal 2021 hatten. Ja. Und Tagesschau hat dann auch ein Pro und Contra veröffentlicht. Da haben wir jetzt einen Auszug für euch. Besondere Zeiten brauchen besondere Maßnahmen. Mit einer Aufhebung des Patentschutzes können wir viel schneller mehr Menschen impfen.
Gerade in Pandemiezeiten brauchen wir vor allem Vertrauen in die Impfstoffe. Eine Aufhebung des Patentschutzes macht die Produktion unsicher. Die Patente verhindern laut Hilfsorganisation eine noch größere Produktion. Und es hört sich so einfach an. Ende des Patentschutzes ergibt mehr Impfstoff. Aber das ist ein Irrtum. Der Pandemievertrag könnte an den Interessen der Industrie scheitern. Ärmere Länder fordern mehr Hilfe oder Patentfreigaben. Wenn die ihre Positionen nicht durchsetzen, dann könnten die möglicherweise auch nicht unterschreiben. Nächster Kritikpunkt, die demokratische Legitimation. Dr. Emma Gellert hat es gerade gesagt, die WHO ist nicht gewählt. Hm. Da könnte man ja zu dem Schluss kommen, dass das gar nicht demokratisch ist. Die WHO trifft sich einmal jährlich zur Weltgesundheitsversammlung, zur WHA. Dort werden Beschlüsse verabschiedet, die durch die Mitgliedstaaten eingebracht und vorbereitet werden. Die WHO ist urdemokratisch. Die SPD-Politikerin meint ja, es ist urdemokratisch. Vorsicht, Frau Rudolph, ja? Sie haben ja gesagt, wir sollen googeln. Das können wir. Hm. Welche Zweifel an demokratischen Prozessen haben wir denn dabei gefunden? Nun ja, also erstens, Demokratie geht scheinbar nur auf Englisch. Die WHO veröffentlicht ihre Informationen nicht auf Deutsch, Frau Rudolph. Für wen machen Sie eigentlich Politik? Ja. Zweitens, in der großen Runde sehen wir Vertreter unterschiedlicher Staaten, darunter auch aus Europa. Eine Liste der Vertreter haben wir aber nirgendwo gefunden. Ob jetzt ein deutscher Vertreter vor Ort ist, das wissen wir nicht. Auch auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums haben wir keinen deutschen Vertreter in dieser Runde gefunden. Die Namen der 6 Personen aus diesem Büro waren übrigens auch nur mühsam auffindbar. Die Entwürfe des Büros sind natürlich ebenfalls auf Englisch, außerdem gespickt mit vielen Fachwörtern. Sie sind darum für Laien nicht im geringsten verständlich. Und das, liebe Frau Rudolph, ist überhaupt nicht demokratisch. Hm. Und die großen Medien, die berichten praktisch überhaupt nicht über den Fortgang der Verhandlungen. Sie erklären die Vertragsentwürfe auch nicht. Wenn dieses Abkommen wichtig für die Menschheit ist, ja, dann ist die Medienberichterstattung, sagen wir mal, ein Armutszeugnis. Wenn die Medien berichten, dann nicht über die unterschiedlichen Vertragsentwürfe, sondern über die Kritik am Vertrag, und zwar mit Faktenchecks. Besonders demokratisch ist auch das nicht. Und die WHO ist nicht gewählt. Nein, ist sie nicht. Das ist ein Fakt. Sie ist ein Stellvertretergremium von gewählten Regierungen. Damit ist sie nur mittelbar demokratisch. Bei genauerem Hinsehen haben wir dann auch noch eine weitere Information gefunden. Auf der Seite der EU-Kommission erfahren wir, die Kommission handelt in Angelegenheiten im Zuständigkeitsbereich der Union das Abkommen im Namen der EU auf der Grundlage der Verhandlungsrichtlinien des Rates aus. Bedeutet, die nicht direkt gewählte EU-Kommission handelt für uns den Pandemievertrag aus. Im indirekt demokratischen Gremium WHO verhandelt die indirekt gewählte EU-Kommission für die Bürger aus Sachsen, der Toskana und der Steiermark. Wie demokratisch ist das denn? Sehr demokratisch, urdemokratisch, Benjamin. Urdemokratisch, das ist diese Urdemokratie, von der ihr so viel gelernt habt in der Schule. Wahnsinn. Nächster Kritikpunkt, die Macht des Chefs der Weltgesundheitsorganisation. Kritiker befürchten, dass diese Macht weiter ausgebaut wird. Die WHO-Kritikerin Dr. Maria Hubner-Mock, die sagte bei Kontrafunk: In diesem weltweiten Gesundheitsnotstand, der ausgerufen werden kann, und das erkläre ich gleich unter mehreren Aspekten, wäre sozusagen Tedros derjenige, der über das, was in den Mitgliedstaaten, Ländern zu passieren hat, letztendlich entscheidet, und vor allem nicht einmal nur dann, wenn sein Beraterstab der gleichen Meinung wie er ist, sondern wenn er das so empfindet. Momentchen mal. Tedros entscheidet über einen Gesundheitsnotstand? Mhm. Kann das wirklich wahr sein? Und solltet ihr uns jetzt zum ersten Mal sehen, fragt jetzt bitte, kann das wirklich wahr sein? Kann das wahr sein, was diese Typen da erzählen? Dass ein Mann an der Spitze der Weltgesundheitsorganisation über einen Gesundheitsnotstand entscheidet? Fragt euch das jetzt. Herr Jopper? Und ob. Natürlich, klar. Und das ist auch bereits heute so, ja? Tedros, der hat ein Beratergremium. Dieser Notfallausschuss, der tagte im Sommer vergangenen Jahres zum Thema Affenpocken. Dieser Ausschuss hat die Affenpocken nicht als Notlage von internationaler Tragweite eingestuft. Es wurde mehrfach zur Entscheidung vorgelegt und sie haben mehrfach gesagt, nein, ist es nicht. Im Gegenteil, das Expertengremium war dagegen. Und wer das jetzt nicht glaubt, der schaut mal bei den Kollegen vom Schweizer Fernsehen nach. Wir lesen vor. Ob wegen der Affenpocken der Gesundheitsnotstand erklärt werden soll, war in der WHO umstritten.
Generaldirektor Tedros erklärte, er habe die Entscheidung gegen die Mehrheit des beratenden Expertenkomitees getroffen. 6 Mitglieder des Gremiums hätten für diese Einstufung und 9 dagegen gestimmt. Nochmal für alle. Es ist Tedros, der über die internationale Notlage entscheidet. Er hatte bei den Affenpocken eine Mehrheit gegen sich. Liebe Frau Rudolph von der SPD, wie demokratisch ist das jetzt eigentlich? Urdemokratisch. Folgen Sie eigentlich der Wissenschaft? Und wisst ihr, was die Medien daraus gemacht haben? Das zeigen wir euch gerne. Bayerischer Rundfunk. WHO erklärt Affenpockenausbruch zu internationaler Notlage. So sieht es also der Bayerische Rundfunk. Höchste Zeit für einen BR-Faktenfuchs, möchte ich meinen. Lieber Bayerischer Rundfunk, wer noch gleich hat diese Notlage erklärt? War das die WHO oder war das doch eher Tedros? Ja, er hat das für die WHO entschieden. Was ist denn das eigentlich für eine Organisation, wo genau ein Mann am Ende entscheidet? Wer ist dieser Mann eigentlich? Ist das der verdammte Weltgesundheitspräsident? Und wann habe ich den eigentlich gewählt? Urdiktatorisch. Aber bitte. Also bitte, ja. Aber kommen wir doch jetzt mal zum heftigsten Kritikpunkt. Was wäre, wenn Tedros entscheiden kann, wann Pandemie ist, ja? Und was wäre, wenn die WHO die Macht hätte, die Maßnahmen vorzuschreiben? Um es mal ganz deutlich zu machen, was da die Sorge der Kritiker ist. Die haben Angst, dass von Tedros entschieden wird, wann hier Lockdown ist und wann Impfpflicht ist. Das ist die Sorge. Und mit dieser Frage, kann das eigentlich sein, steht das da möglicherweise drin, hat sich auch der Wirtschaftswissenschaftler Professor Christian Rieck beschäftigt. Das Video ist am 7. Oktober veröffentlicht worden. Darum vermute ich, er bezieht sich nicht auf den letzten Entwurf, der vorliegt. Der wurde nämlich exakt am 7. Oktober gerade so ein bisschen in die Medien lanciert und kam erst Ende Oktober raus. Wir werden versuchen, euch den letzten Bericht unter unser Video zu verlinken. Ja. Wenn Benjamin ihn nicht voller Wut bereits von seinem Computer gelöscht hat und ihn nicht mehr findet in dieser Transparenzgesellschaft, wo ich einmal kurz googeln muss. Aber gut, viel der Worte. Jetzt kommt Professor Rieck zum Thema WHO-Pandemievertrag. Und dort steht drin, die Staaten verpflichten sich, den Empfehlungen der WHO zu folgen. Also das heißt, sie heißen doch Empfehlungen. Aber wenn sich die Staaten verpflichten, diesen Empfehlungen zu folgen, naja, dann heißt das eben, dass es nicht einfach nur Empfehlungen sind, sondern dann müssen die eben entsprechend umgesetzt werden. Ah, also Professor Rieck interpretiert den WHO-Vertrag ähnlich wie die heftigsten Kritiker. Auch er sieht im Vertragswerk Hinweise darauf, dass die WHO-Richtlinien zur Verpflichtung werden. Wer den Vertrag unterschreibt, unterwirft sich den Regeln des Vertrags und damit den Regeln der WHO. So, liebe Basta Berlin-Gemeinde, das war es jetzt schon fast zum WHO-Pandemievertrag für heute. Herr Joppa, was war unser heutiges Ziel? Naja, wir wollten euch einen Eindruck verschaffen, wie der Vertrag erarbeitet wird, und wir wollten euch die Gremien vorstellen. Außerdem wollten wir euch zum ersten Mal die Kritikpunkte am Vertrag zeigen. Dabei gibt es aber halt mehrere Schwierigkeiten. Der Vertrag, der ist nicht fertig. Wie viel Macht hat die WHO und wie viel sie bekommt, das vor allem ist unklar. Es ist ja auch eine schwierige Frage, wer den Vertrag dann am Ende unterschreibt. Mal abwarten. Sollte der Vertrag beispielsweise massiv in die Souveränität der einzelnen Staaten eingreifen? Sollte tatsächlich Tedros Entscheidungsbefugnisse haben wie Lockdown, Impfpflicht und desgleichen? Würde ihn dann ein US-Präsident Donald Trump unterschreiben? Würde ihn ein russischer Präsident Wladimir Putin unterschreiben? Würde ihn ein chinesischer Präsident Xi unterschreiben? Das ist eben wirklich aus meiner Sicht die Frage. Und wir weisen abschließend nochmal auf ein ganz wichtiges Problem hin. Erstens, die Macht konzentriert sich auf Tedros. Macht kann missbraucht werden. Je mehr Macht konzentriert wird, entweder auf die WHO oder eben direkt auf Tedros, desto größer ist die Gefahr von Lobbyismus und Korruption. Zweitens, der Einfluss der Pharmafirmen und ihrer Profite soll begrenzt werden. Covid-19 hat aber den massiven Einfluss der Pharmaindustrie und diese unheilige Allianz von Herstellern, Politikern und Medien gezeigt. Drittens, die Macht der reichen Länder soll weniger werden. Kurze Frage. Das sind ja auch die meisten Einzahler in die WHO. Warum genau sollten diese reichen Länder eigentlich freiwillig Macht abgeben, ohne dafür entscheidende Vorteile zu bekommen? Tja. Viertens, wenn die WHO den Weg vorgibt und Maßnahmen überall umgesetzt werden müssen, was passiert dann
mit dem schwedischen Weg. Wie sollen wir beweisen, dass auch ein anderer Weg in der Welt möglich ist? Ja? Dass die WHO möglicherweise falsch liegt? Wenn doch alle dasselbe tun, gibt es halt keine Alternativen mehr. Hast du gerade gesagt, wenn die WHO falsch liegt? Entschuldigung. Vorsicht, darf man das denn noch sagen? Nein, denn selbstverständlich sollen Fake News härter bekämpft werden. Auch das steht da in den Gesundheitsrichtlinien oder im Pandemievertrag. Was Fake News sind, entscheidet aber die WHO. Damit ist die WHO Richter und Henker zugleich. Das ist weder Meinungsfreiheit noch Wissenschaftsfreiheit. Sechstens, demokratisch legitimiert. Ja. Der WHO-Vertrag muss durch den Bundestag. Dort sitzen gewählte Abgeordnete. Der Vertrag, der gilt aber unbegrenzt. Karl Lauterbach, der ist noch maximal, würde ich mal sagen, toi toi toi, 2 Jahre lang Bundesgesundheitsminister. Aber damit schafft die aktuelle Bundesregierung eine Verpflichtung, aus der die nächste Regierung nur sehr schwer wieder rauskommt. Unser Fazit, danke, aber nein danke. Diesen Vertrag braucht kein Mensch. Ihr könnt gerne Daten sammeln, Daten zusammentragen und dann Empfehlungen abgeben. Das konntet ihr ja bei Covid-19 nur sehr begrenzt. Aber was wir nicht brauchen, ist ein Gleichschritt. Wir brauchen stattdessen Wissenschaft. Wir brauchen einen Diskurs, wir brauchen Debatten, wir brauchen Alternativen und wir brauchen auch einen anderen Weg, der zeigt, wie es möglich wäre. WHO-Vertrag? Danke, aber nein, danke. Hey, dann hör doch einfach weg. Ja, das könnte dir so passen. Ja, ja. So, das war jetzt also unser erster Beitrag zum Thema WHO-Pandemievertrag. Harte Kost, aber gut, ich denke, verständlich rübergekommen. Oder schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich fand es jetzt natürlich geselliger als beim Schreiben, das muss ich zugeben. Das war wirklich fürchterlich. Beim Schreiben ist man auch meist allein. Hier haben wir immer noch uns, Benjamin. Das stimmt. Aber was ich jetzt natürlich auch sagen kann, ist, ich verstehe alle Leute, die sagen, da wart ihr jetzt aber viel zu sanft. Diese Gesundheitsdiktatur, die da auf uns zukommt, die habt ihr ja gar nicht beleuchtet. Aber gut, Leute, wir können natürlich jetzt nicht direkt beleuchten, dass es möglicherweise und zwar ganz sicher Korruption hier und da gibt, wenn wir das nicht belegen können. Das ist ein wichtiger Punkt. Man kann natürlich viel mutmaßen. Warum sind da jetzt also ausgerechnet 6 Leute, zum Beispiel aus dem gar nicht korruptionsanfälligen Südafrika an der Spitze? Ja, ja, ja. Und warum liegt das auf 6 Leuten? Und es ist ja auch ganz klar, dass das gar nicht 6 Leute sind. Wer da schreibt, das können nicht nur 6 Leute sein. Die haben ja auch ihre Leute und lassen sich da vielleicht was von der Pharmaindustrie einflüstern. Und wir haben ja auch noch gar nicht da mal den großen Einfluss auch der Pharmaindustrie oder durch Bill Gates, sagen wir mal, der Melinda Gates Foundation und so weiter. Aber das wisst ihr ja alles selber. Das hätten wir auch nochmal machen können. Wir hätten nochmal in die Finanzierung der WHO reingehen können. Dann hätten wir darstellen können, dass die WHO ja eher so eine Art Sekretärfunktion für reiche Gönner hat. Denn Bill Gates gibt der WHO Geld für einen bestimmten Zweck und die WHO muss dann mit dem Geld genau das machen, was Bill Gates will. Das ist ja letzten Endes so. Also es ist de facto so. Das ist auch so, wenn die Amerikaner Geld geben. Es könnte auch so sein. Ist auch in Teilen so, wenn die Deutschen Geld geben. Das haben wir jetzt noch nicht beleuchtet. Der verdammte Vertrag liegt noch nicht vor. Solange der verdammte Vertrag nicht vorliegt, wird über den nicht ausführlich diskutiert. Wenn der verdammte Vertrag vorliegt, wird über den ausführlich diskutiert. Wir auch. Und dann wird man auch besser deuten können, was da gemeint ist und was da eigentlich steht. Im Moment ist es so, jetzt kommt der nächste Vorschlag, jetzt kommt der nächste Entwurf, dann ist das rausgestrichen, dann ist das rausgestrichen, das kommt dazu. Menschenwürde war nicht drin, Menschenwürde ist jetzt wieder drin. Es ist im Moment noch nichts, wo wir sagen können, so stehen wir dazu. Dafür ist die Diskussion auch noch nicht abgeschlossen. Ja, aber dass wir das beobachten, ist natürlich klar, weil das kann, in welche Richtung auch immer, wirklich deutliche Konsequenzen haben. Ob das für Länder ist, für Regierungen ist, für nordeuropäische Länder oder für südamerikanische oder afrikanische Länder. Es kann auch ganz unterschiedlich sein und das werden wir dann natürlich im Auge behalten. Meine persönliche Meinung, soll ich dir noch geben? Aber bitte. Meine persönliche Meinung ist, dass es schon mit einer echten großen Weltverschwörung zugehen müsste, wenn der WHO-Pandemievertrag und die dazugehörigen Gesundheitsrichtlinien strikt werden und dafür sorgen können, dass in Genf ein Lockdown in Berlin bestimmt wird. Das müsste schon wirklich mit heftigen Dingen zugehen. Ansonsten glaube ich, dass die Scherkräfte, die zwischen den unterschiedlichen Ländern da sind, zu groß sind. Und dass in so einem Fall auch der Protest zu groß wäre, der dann auch bei uns entstehen könnte. Wir werden auch in Zukunft mit den Mistgabeln vor das Bundesgesundheitsministerium ziehen und nicht zu Tedros. Das ist meine persönliche Einschätzung, aber ich bin gespannt, ob ich recht behalte. Und im Zweifelsfall läuft es einfach wie bei der letzten Pandemie. Ähnlich. Keiner läuft irgendwo hin. Ja, aber ähnlich, nur dass alles hinter den Kulissen passiert und wir wenig mitbekommen. Ja.
Und die Schweden dürfen wieder ihren Weg machen. Ja? Mal gucken, man weiß es nicht. Ja. Das ist ja der nächste Punkt. Was passiert denn, wenn 194 Länder unterschreiben sollen, aber China, die USA haben da keine Lust drauf und bleiben raus? Ja, schwierig. Deswegen kommt ganz drauf an, wer da Präsident ist. Ne? Also, ja. Nur wenn die Verschwörung so groß ist, dass es ein riesengroßer Plan ist, der des medizinisch-industriellen Komplexes, der auch die Staats- und Regierungschefs gekauft hat, wäre es möglich, dass die auch zustimmen. Wir werden sehen. Ich würde das am liebsten schreddern. So. Dein Tablet, vielleicht später. Wir möchten erst einmal, das ist ganz wichtig, vielen, vielen, vielen Dank sagen für die Hunderten an Glückwünschen, die uns nach der letzten Folge und auch während der letzten Folge und alles Mögliche da erreicht haben. Also da, die Kommentarspalten, genauso wie unser E-Mail-Postfach, haben quasi geglüht. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank stellvertretend für alle, die uns da alles Gute gewünscht haben. Wir versuchen da wirklich auch weiterhin euren Ansprüchen gerecht zu werden. Wir haben ja auch selbst die Ansprüche, denen wir gerecht werden wollen, und wir machen gerne weiter. Ja. Ja, vielen Dank, und wir haben auch E-Mails bekommen und zum Teil auch beantwortet. Herr Joppe hat auch beantwortet. Ja, ja. Und weil ich jetzt nicht zweimal geistreich sein kann, lese ich euch mal vor, weil ich geantwortet habe. Thomas hat geschrieben: Hallo Herr Golme. Ja, warum ist Robert Habeck kein brauchbarer Wirtschaftsminister? Wie schon Frau Baerbock festgestellt hat, er kann halt Schweine. Das ist vermutlich so schwer, dass andere Arten von Wirtschaft halt nicht mehr zusätzlich möglich sind. Meine Antwort: Ach, deswegen. Immerhin ist sein Ministerium ein Saustall. Geistreich, geistreich, Herr Golme. Geistreich. Ich habe einen Kommentar unter der vergangenen Folge von David Elser. Schöne Grüße. Und das mit den paar Kröten erreicht, also zu unserem Jubiläum. Tja, irgendwie muss man doch an die 8 Milliarden kommen und sie der Bevölkerung zurückgeben. Wie war das noch gleich? Nicht mal China pumpt so viel Cash in die Propaganda wie die BRD? Jungs, weiter so. Ihr werdet immer besser. Yay. Yeah. Was auch sonst? Aber Achtung hier, jede Folge ist spitze und die davor mittelmäßig. Ja, vielen Dank und liebe Grüße. Ich glaube, da waren mehrere Anspielungen auf die Gebühreneinzugszentrale vorhanden. Mhm. Sowas haben wir auch, man nennt es Basta-Einzugszentrale. Die ist rund um die Uhr geöffnet. Mhm. PayPal freut sich, und die Bankverbindung haben wir natürlich ebenfalls. Ja, gerne einfach mal auf basta.berlin vorbeischauen. Da gibt es alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Das ist dringend notwendig, damit wir auch im nächsten Jahr hier noch sitzen können. Genauso wie aber auch unter dem Video mit PayPal und Banküberweisung, da steht alles. Und natürlich auch der Webshop, der ist auch da mit Pullovern und T-Shirt. Unsere Michi freut sich, ganz liebe Grüße. Und ich meine, ist bald Weihnachten, ne? Wenn es unter dem Baum soll, dann jetzt aber Kasala. Und wenn ihr nicht wollt, dass PayPal sich zu sehr freut, dann achtet darauf, dass ihr an Freunde und Familie schickt, denn wir sind natürlich Freunde. Es handelt sich um Schenkungen und Freigiebezuwendung. Das müssen wir mal dazu sagen, nicht, dass wir noch juristische Probleme bekommen. Das heißt, ihr finanziert mit euren Schenkungen einerseits unsere Arbeit und unterstützt uns dabei, dass wir es machen können, andererseits auch unseren Lebenswandel. So, apropos Lebenswandel, Dilliter, schöne Grüße, hat unter die vergangene Folge kommentiert zum Thema Klima. Also ich fahre gerne mit dem Fahrrad und fahre nun viel mehr Fahrrad, schon allein, um den ständigen Bahnausfällen zu entgehen. Das zehrt natürlich mehr an meinem eigenen Energieverbrauch. Das ist aber kein Problem. Hab meinen Fleischkonsum verdoppelt und mir geht's super. Na, so macht man's. So einfach geht's. Ja, man braucht ja dann auch mehr Kraft. Ja, ist doch so. Wenn man viel Fahrrad fährt. Ja, ist doch so. Dann haben wir hier den Andreas. Der Andreas hat geschrieben, dass er wegen der Sendung mit der Maus sich auch bereits an den Bundespräsidenten gewendet hat. Also er ist mit der Sendung mit der Maus nicht mehr zufrieden. Ja, das ist kann ich keine verstehen. Normale Kinderinformation und Unterhaltung mehr, das sei Propaganda. Ging es da speziell um diese Regenbogenfolge? Ja. Mhm. Und da hat er also auch den Bundespräsidenten geschrieben. Es kam leider keine Antwort und er ist sehr enttäuscht. Auch die Maus-Redaktion hat sich noch nicht bei ihm gemeldet. Klingt komisch, ist aber so. Und er schreibt dazu: Als ich vor über 20 Jahren mal an die Harald-Schmidt-Show schrieb, dass ich es nervig fände, jeden Abend einen Gast vorgesetzt zu bekommen, der gerade ein neues Buch oder eine neue CD in die Kamera hält, da sagte Harald Schmidt in der folgenden Sendung explizit, dass sie heute keinen Gast in der Sendung hätten, der gerade was zu verkaufen habe. Viele Grüße nach Andreas, nach Berlin, Andreas. Und hier kommt meine geistrechte Antwort: Harald Schmidt gleich Legende. Frank-Walter Steinmeier gleich Paragraph 90 Strafgesetzbuch. Verstehe. Frau Rudolph, der Witz erschließt sich nur, wenn Sie jetzt googeln. Ist aber ganz einfach.
Wenn Sie zu faul sind zum Googeln, es geht um die Beleidigung des Bundespräsidenten. Haha, wir haben hier doch noch was stehen, ne? Oh, ja. Uns werden ja auch immer gerne Pakete geschickt. Wir mögen Pakete. Wenn ihr wissen wollt, wohin ihr die schicken könnt, dann schaut einfach auf der Webseite nochmal. Nee, gar nicht wahr. Schickt uns eine E-Mail an redaktion@basta.berlin und da haben wir nämlich eine spezielle Adresse für eingerichtet. Ja, dieses handliche Paket kam dann aus der Schweiz. Was mir besonders gut gefallen hat, da ist ein Basta Berlin Aufkleber. Sehr gut. Ich darf die Überraschung vorwegnehmen, wenn ihr bei uns was aus dem Shop bestellt, dann gibt es immer auch noch einen Gratis-Aufkleber dazu. Das ist richtig, aber die Pakete sind meist kleiner. Übrigens, damit ist auch die Frage beantwortet, ob man aus der Schweiz und was schicken kann. Ja, ich nehme mal, da ist auch ein Briefchen dabei. Katrin und Jan, ganz liebe Grüße. Die haben geschrieben, hallo Wumms 1 und Wumms 2. Wir sind zwei Basta Berliner seit den Anfängen von Basta Berlin, seit eurer Selbstverständigung, auch gerne Unterstützer. Der erste Kaffee am Morgen schmeckt am besten aus der Basta Berlin-Tasse und der neue Hoodie hilft, dieses kalte Hundswetter angenehmer zu machen. Geht noch weiter, auf jeden Fall ganz, ganz vielen Dank und Benjamin hat es hier schon, es ist tatsächlich ein Käsefondue-Set. Und das großartig. Ist total toll. Ich habe vor 8 Monaten zum ersten Mal Käsefondue gegessen in der Schweiz. Ich fand das mega lecker und versprochen, ich werde damit zu Silvester meine Wohnung in Brand setzen. Oh ja, bitte mach ein Foto. Schön. Der Käse, da war tatsächlich auch Käse dabei, den habe ich in den Kühlschrank getan. Nobel. Eine Mail gab es noch, die ich gesehen habe, die ich auch beantwortet habe. Da war eine Frage nach Konsens TV. Ah. Das Wahrheitsministerium informiert. Die Jungs finde ich super. Und die Frage lautete, wie oft wir uns während dieser Aufnahme von Konsens TV versprochen haben, wie viele Outtakes es gibt und er forderte, die Outtakes zu veröffentlichen. Machen wir aber nicht. Also tatsächlich muss man ja dazu sagen, das ist ein herausfordernder Text und dementsprechend proben wir den vorher auch schon. Im Gegensatz zur Folge proben wir den vorher auch schon und hoffen dann relativ gut durchzukommen. Es hat relativ gut funktioniert. Ja, er fragte auch, wie oft versprecht ihr euch denn im Durchschnitt oder lacht ihr im Durschnitt? Und ich glaube, so gesagt, im Durchschnitt sind das etwa 4-mal pro Aufzeichnung von Konsens TV. Diesmal war es wirklich so, dass ich mich 4-mal versprochen habe, Marcel 0-mal. Marcel hatte den Text aber auch geschrieben. Das ist dann einfach, ihn zu lesen. Ja. Und ganz ehrlich, es ist vielleicht traurig, wenn wir dabei nicht lachen. Er lacht beim Schreiben, ich lache beim ersten Lesen. Und wenn du das dann aufzeichnest, dann lachst du garantiert nicht mehr, denn da waren so eine Textblöcke dabei. Ja. Und bevor du die mehrfach einsprichst, konzentrierst du dich lieber beim ersten Mal. Das stimmt. So ist es. Das ist wahr. Abschließend möchte ich übrigens noch ganz liebe Grüße an Andreas schicken. Nicht dem Andreas, sondern unser Andreas. Es ist ja heute die erste Folge, wo wir hier wieder alleine im Studio sind. Und unser lieber Andreas im sonnigen Süden ist. Was gibt's denn da zu grüßen? Wir sitzen hier bei -2 Grad in der Kälte. Stimmt. Und er sitzt im Wohnmobil an der Côte d'Azur. Frechheit. Würde ich sagen, lass uns doch damit auch einfach mal in den zweiten Themenblock für heute starten. Ja. Und den beginnen wir heute mit einer Gruppe von Menschen, die wirklich immer nur das Beste für uns möchte. Ja, wirklich. Also denen Doppelmoral völlig fremd ist und die eigene Ideologien zum Wohle der Menschen hinten anstellen. Es geht um Bündnis 90, die Grünen. Ricarda, du hast gesagt, wir machen Politik aus Liebe zu den Menschen. Und da gehe ich mit. Politik aus Liebe zu allen Menschen. Und das heißt nicht Politik aus Liebe zum Koalitionspartner. Sagt die neue Bundesvorsitzende der Grünen Jugend. Ihr Name ist Katharina Stoller und sie sagte das auf dem Bundesparteitag. Herrlich dabei auch der Blick von Ricarda Lang. Das sah so aus wie eine Mischung aus Verwunderung und Verachtung. Ja, Frau Lang, das waren Sie vor ein paar Jahren. Aber, liebe Frau Stoller, diese Liebe zu den Menschen, das müssen Sie uns bitte noch mal genauer erklären. Ja, Sie sagten in Ihrer Rede ja auch noch, dass Sie eine wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung wegen der Flüchtlingspolitik sehen, ja? Dass immer weniger Menschen Flüchtlinge aufnehmen wollen und immer mehr illegale Migranten nach Deutschland gelangen. Ihre Lösung? Mehr legale Migration ermöglichen. Okay, das wird die Menschen hier im Land sicherlich überzeugen. Und das wird sicherlich auch die Kommunen erfreuen, weil es natürlich einen immensen Unterschied macht, ob legal oder illegal eingereiste Flüchtlinge die Turnhalle blockieren. Frau Stoller, mit der Realität hat Ihre Sicht der Dinge leider nichts zu tun. Aber das ist sicherlich jetzt nur so ein Ausnahmefall innerhalb der Grünen. Hören wir doch da jetzt mal so eine messerscharfe Analyse vom wiedergewählten Parteichef DJ Covid Nuripur. Wenn wir uns anschauen,
was wir in den letzten 43 Jahren alles erreicht haben. Keine politische Kraft hat dieses Land so verbessert wie Bündnis 90 Die Grünen. Und darauf können wir verdammt stolz sein, liebe Freundinnen und Freunde. Wir können, ja. 43 Jahre, die Grünen sind also erwachsen geworden. Und wir geben Ihnen teilweise recht, Herr Nuripur. Ja? Also die Grünen, die haben das Land tatsächlich verändert. Ja, ob man darauf allerdings stolz sein sollte, das steht auf einem anderen Blatt. So richtig ging es mit der Partei ja eigentlich los im Jahre 1998. Mit Spitzenkandidaten wie Joschka Fischer und Jürgen Trittin zog die Partei zunächst in den Bundestagswahlkampf. Der Mief von Schwarz-Gelb sollte weg und es herrschte Wechselstimmung. Wir wollen einen politischen Neuanfang und wir wollen einen politischen Wechsel in diesem Lande. Sie haben die alten Gesichter lange genug gesehen. Gehen Sie zur Wahl, damit sich wirklich etwas ändert. Grün ist der Wechsel. Die Zweitstimme entscheidet. Ja, und mit dieser Zweitstimme, da wollten die Grünen sich in die Regierung wählen lassen. Für dieses historische Projekt, da braucht es natürlich jetzt noch einen verlässlichen Koalitionspartner. Einer, der grüne und soziale Aspekte verbinden kann. Und da gibt es sicherlich keinen besseren als diesen hier. Nur mit uns, mit der SPD, wird es bei diesen Herausforderungen menschlich und sozial zugehen. Wir schaffen das. Hat er das jetzt wirklich gesagt? Wer war das? Also, da hat Frau Dr. Merkel im Jahr 2016 einfach ganz frech von Gerhard Schröder abgekupfert. Aber wir wollen uns ja nicht mit Petitessen aufhalten. Es geht uns ja darum, was die Grünen für unser Land tatsächlich geleistet haben. Ja, aus ihrer damaligen rot-grünen Regierungszeit, da sind uns tatsächlich nur wenige Entscheidungen tatsächlich in Erinnerung geblieben. Ja, also die, die uns in Erinnerung dann geblieben sind, die hatten eher negative Konsequenzen. Zuallererst wäre da natürlich ein Projekt zu nennen, das Deutschland wirklich umgekrempelt hat. Ein Projekt, von dem sich heute immer mehr Sozialdemokraten und Grünen distanzieren. Ein Projekt, das der Wirtschaft jedoch neuen Rückenwind geben sollte. Die Tagesschau berichtete im Juni 2003. Die rot-grüne Koalition geht gestärkt in die parlamentarischen Verhandlungen um die Agenda 2010. Nach der SPD belichten heute auch die Grünen die geplanten Sozialreformen. Auf einem Sonderparteitag in Cottbus sprach sich eine klare Mehrheit für Leistungskürzungen bei Arbeitslosen, für eine Lockerung des Kündigungsschutzes und die Finanzierung des Krankengeldes allein durch die Arbeitnehmer aus. Ui, mit mehr als 90% stimmten dann auch die Delegierten der Grünen damals der Agenda 2010 zu. Das erste Resultat dieser Entscheidung waren dann übrigens Massenproteste auf Deutschlands Straßen. Zehntausende protestierten gegen die aus ihrer Sicht sozial ungerechte Reform. Weißt du, was sein kann? Dass ich damals auf dem Parteitag mitgestimmt habe. Ich war auf einem Parteitag Delegierter und das war der, wo es um den Koalitionsvertrag ging. Also es könnte zeitlich vielleicht sogar der gewesen sein. Also wenn dem so gewesen sei, nun ja, dann gingen die Leute auch gegen mich auf die Straße. Und zu Recht. In Anlehnung an den Herbst 1989 hießen die Protestmärsche, die es dann nämlich gab, Montagsdemonstrationen. Das ist natürlich interessant, ne? Damals wurde recht positiv darüber berichtet. Wie war das nochmal mit den Montagsdemonstrationen während Corona? Gar nicht so positiv, nee. Aber wurscht, ja. Ich meine, am Ende geht es doch darum, ob die Agenda 2010 dann wenigstens Wirkung erzielt hat, ja. Und diese Wirkung, die sollte ja vor allem eine Art Ankurbelung des Arbeitsmarktes sein. Denn tatsächlich gab es im Jahr 2005 fast 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Wir haben hier auch eine Grafik für euch mit Zahlen der Bundeszentrale für politische Bildung. Die reicht zwar nur bis ins Jahr 2018, aber wir sehen, juhu, die Agenda wirkt. Von knapp 11,7% Arbeitslosen ging es stetig bergab auf nur noch 5,2%. Ein voller Erfolg. Jein. Denn die Agenda, seit der Agenda, da werden die Arbeitslosenzahlen gerne etwas gepimpt oder auch geschönt, ja. So werden zum Beispiel hunderttausende Menschen rausgerechnet, die in beruflichen Weiterbildungen sind, krankgeschrieben sind oder in der beruflichen Eingliederung sich da befinden, ja. Außerdem fehlen auch die 1-Euro-Jobber. Die gehören eigentlich auch da rein. Und siehe da, für das Jahr 2018 würde es dann nicht mehr eine Arbeitslosenquote von 5,2%, sondern von 7% bedeuten.
Hinzu kämen dann übrigens noch einmal mehr als 1 Million, die ihren Arbeitsverdienst mit Hartz IV aufstocken müssen, die also trotz Arbeit nicht genug zum Leben haben. Und auch das ist eine Folge der Agenda-Reform. Seit Einführung ist der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten deutlich gestiegen. Er liegt aktuell bei rund 20% aller Beschäftigten in Deutschland. Das ist gut für die Wirtschaft und die Unternehmer, aber weniger gut für die Arbeitnehmer. Aber Benjamin, du siehst das möglicherweise völlig falsch. Ja, also hier Rot-Grün hat ja neben diesem Agenda-System noch ein total tolles weiteres System etabliert, ja, damit Harzer und Rentner ihre klammen Kassen so nebenbei ein bisschen aufbessern können. Ja, bis heute wirklich eine super Einnahmequelle. Aufbruch, Samstagmorgen. Der erste Mülleimer in Sichtweite vom Wohnmobil. Leider kein Pfand. Woran sieht man's? Das ist Holland-Pfand. Immer eine kleine Enttäuschung, sowas zu sehen, aber man kann sie ändern. Gesehen bei Stern TV. Was für eine Enttäuschung diese rot-grüne Politik doch ist. Und wie sozial ist eigentlich der Sozialstaat, wenn wir vor allem in den Großstädten immer mehr arme Menschen, unter anderem sogar Senioren, mit der Taschenlampe im Mülleimer leuchten sehen, weil die Rente trotz jahrzehntelanger Arbeit nicht mehr reicht. Ja. Ist das dann eigentlich Schwarzsammeln? Ja, weil es im Dunkeln passiert. Ja. Aber Benjamin, hier geht es ja gar nicht um die Rentner. Es geht ja um die Umwelt. Ja? Also deswegen ja dieses tolle Projekt, das seinerzeit vom grünen Umweltminister Jürgen Trittin an den Start gebracht wurde. Ja, nur leider ist der Zweck und das Ziel komplett verfehlt. Katharina Istel vom Deutschen Naturschutzbund hat in diesem Jahr berichtet, und zwar beim RBB. Als das Pfand eingeführt wurde, das 25-Cent-Pfand, war die Intention der Politik, damit einen Anreiz zu setzen, dass die Verbraucher und Verbraucherinnen keinen Einweg mehr kaufen, weil sie dachten, das Pfand hält quasi die Leute davon ab, Einweg zu kaufen, sodass sie wieder Mehrweg kaufen, wo das Pfand niedriger ist. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ups. Ja, tatsächlich ist der Anteil von Mehrweg nach der Einführung von Einweg und dem sogenannten Dosenpfand sogar gesunken und der liegt aktuell bei nur noch 43%. Du siehst das alles ganz falsch. Hm? Wenn man den Dosenpfand nicht eingeführt hätte, dann läge der Anteil von Mehrweg jetzt bei minus 360 Grad. Ah, ja. Unsere Grünen, alles nur aus Liebe zu den Menschen. Aber Marcel, außer Agenda und Dosenpfand ist von der ersten Regierung mit grüner Beteiligung doch bestimmt noch irgendwas anderes in Erinnerung geblieben. Ich meine, das kann es ja noch nicht gewesen sein, oder? Nee, wirklich nicht. Selbstverständlich nicht. 1999, da haben die Grünen sich außerdem ja einem einstmals wichtigen Kernstück ihrer Politik entledigt. Eine Entscheidung, die die Partei, ich würde sagen, bis heute prägt. 1999 auf dem Parteitag in Bielefeld startet die Basis eine Großoffensive gegen die vermeintlichen Kriegstreiber aus den eigenen Reihen. Farbbeutel gegen Fischer. Auf Wunsch der gerne gewaltlosen Basis darf der Werfer entkommen. Mit der Aussage "Nie wieder Auschwitz" rechtfertigt der grüne Außenminister Joschka Fischer den ersten Auslandseinsatz der Bundeswehr im Kosovo. Die einen sagen damals, Deutschland habe im Rahmen eines NATO-Einsatzes lediglich die dortigen Einheimischen im Unabhängigkeitskampf Serbiens beschützen wollen. Ja, Kritiker, die sprechen dagegen von einem westlichen Angriffskrieg, der völkerrechtlich verboten war und ohne ein Mandat des UN-Sicherheitsrats erfolgte. Über den Einsatz, da kann man durchaus gespaltener Meinung sein. Fakt ist aber, seit diesem Zeitpunkt waren die Grünen auf Friedensdemonstrationen gar nicht mehr so gerne gesehen. Seitdem gab es eine ganze Reihe von Einsätzen der Bundeswehr im Ausland, auch mit grüner Zustimmung, etwa im Libanon, Afghanistan, später auch im Irak. Und die Haltung der Grünen zur Unterstützung der Ukraine ist ja ebenfalls bekannt. Sie fordern Panzer, Raketen, Kampfjets. Und sie verlängern damit auch das Morden in den mittlerweile wieder zugefrorenen Schützengräben in der Ukraine. Denn, wissen wir ja, mit dem Russen verhandelt man nicht. Aber es gibt noch einen weiteren Krieg, den die Grünen mit Leidenschaft geführt haben. Selbstverständlich aus Liebe zu den Menschen. Doch diesmal ging es um einen Krieg im eigenen Land. Es ist der Krieg gegen ein Virus. Es geht darum, dass wir Maßnahmen beschließen wollen, die rechtssicher und wirksam sind
in dieser sich zugespitzten Situation. Seien es die Kontaktbeschränkungen, sei es 2G oder 2G+. Sagt die grüne Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt im November 2021. Vielen Dank für eine millionenfache Volkspsychose, ja, für Maßnahmen, deren Wirksamkeit vielfach widerlegt ist, für die Verunglimpfung von Kritikern und für eine Schändung der deutschen Wirtschaft. Vielen Dank für nichts. Noch weitere Erfolge der Grünen gefällig? Oh ja, zum Beispiel der Atomausstieg in einer Zeit, wo wir mehr Energie als je zuvor gebraucht haben. Und außenpolitisch hat Annalena Baerbock ein weiteres Erfolgsmodell auf den Weg gebracht. Erstens ist feministische Außenpolitik kein nice to have, ein kleines Blümchen, eine Schleife noch obendrauf, sondern feministische Außenpolitik zieht sich durch alle Bereiche unseres außenpolitischen Handelns. Ja, wie das übrigens in der Praxis aussieht, das hatten wir ja auch schon mehrfach berichtet. Etwa wenn die grüne Außenministerin in Afrika Frauentoiletten an Marktplätzen fordert, ja, oder Russland aus Versehen fast den Krieg erklärt und mit einem unseren wichtigsten Handelspartner, nämlich China, Diktaturvergleiche anstellt. Gebt ihr das Außenministerium, haben sie gesagt. Da kann sie nicht so viel falsch machen, haben sie gesagt. Doch, wir wurden mal wieder eines Besseren belehrt. Ja, absolut. Das ist aber noch nicht mal das Schlimmste, ja? Richtig übel wird's, wenn man auf das Ressort von Baerbocks Kumpel Robi Robert Habeck schaut, ja? Hat dem eigentlich irgendjemand mal gesagt, dass er sein Ministerium nicht nur für Klimaschutz, sondern auch für Wirtschaft zuständig ist? Wahrscheinlich nicht. Oh Gott, der Arme. Das wird ihm jetzt vielleicht peinlich sein. Wie sagen wir es ihm? Ich habe da eine Idee. Wir lassen einfach die CDU-Politikerin Gitta Connemann zu Wort kommen. Sie ist die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion und sie sagte bei Phoenix dies hier. Aus meiner Sicht ist das eine der dümmsten Energiepolitiken der Welt. So sieht es übrigens auch der Rest der Welt. Denn das kommt als Problem dazu, das Ausland, Europa, aber eben auch wichtige Verbündete gucken inzwischen fassungslos nach Deutschland, denn sie müssen den Eindruck haben, dass das Schlüsselministerium für die Wirtschaft wie ein Bananenministerium geführt wird. Ui, klare Worte. Wenngleich uns nicht so ganz klar ist, was eigentlich ein Bananenministerium so macht, ja, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ja, ist doch ganz einfach. Also, die machen krumme Sachen. Ah! Die sind gelb oder grün. Und so sieht's ja aus. Also gebt den gelben und den grünen Ministerien, daraus werden dann Bananenministerien. Verstehe. Und wenn das ganze Land dann Blut spuckt, das sind die SPD-Ministerien. Ha. Aber gut, das war jetzt meine Sichtweise. Und das hat ja eben eine CDU-Politikerin gesagt. Also, sie ist ja von der Partei, die 16 Jahre lang hier nichts weiter gemacht hat, als verwaltet und statt zu gestalten. Ja. Aber dass Frau Connemann recht hat, das zeigt eine aktuelle Studie, die medial nicht so viel Beachtung findet. Nee, gar nicht, ja. Also abgesehen von sehr wenigen Fachzeitschriften hat lediglich die Welt darüber berichtet. Vor 2 Wochen, da hieß es auf der Webseite, Energiewende, billiger Strom dank Sonne und Wind. Dieses Papier widerlegt Habecks Versprechen. Berichtet wird dort über eine Studie der Berliner Beratungsfirma eVenture mit dem Namen Zukunft des deutschen Strommarktes. Die Autoren widerlegen dort sehr detailliert zentrale Regierungsaussagen zur Energiewende. Wir haben die Studie auch unter unserem Video nochmal verlinkt, könnt ihr nochmal reinschmökern. Die Hauptaussagen sind da folgende. Trotz des starken Ausbaus der Erneuerbaren ist eine bedarfsgerechte, sichere Stromversorgung ausschließlich durch Photovoltaik und Wind nicht gewährleistet. Selbst wenn der Ausbau der Erneuerbaren gelänge, brauchen wir bis mindestens 2040 Gaskraftwerke, um die Schwankungen von Sonne und Wind auszugleichen. Und zwar in einem Umfang von rund 75 Gigawatt. Zur Information, das ist nahezu die gesamte Spitzenlast im heutigen Stromnetz, die als Backup vorgehalten werden muss. Ja, das Fazit der Studie, die Strompreise werden spätestens 2040 in etwa 2,5-mal so hoch sein wie vor der Krise. Ja? Das erzählen uns die grünen Politiker aber natürlich nicht. Stattdessen fantasiert Robert Habeck irgendwie, dass alle grünen Projekte der Regierung trotz jüngster Milliardenkürzungen an den Start gehen werden. Und der SPD-Kanzler, der erklärt am Dienstag im Deutschen Bundestag Folgendes. In Ihrem Alltag, hier und heute, ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts, völlig unabhängig davon, ob Sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld. Ja, Moment. Es ändert sich nichts, obwohl nach dem Richterspruch von Karlsruhe doch zig Milliarden an Investitionen fehlen?
Richtig. Das ist wegen der aktuellen Notlage, Benjamin. Ja? Deshalb wird die Schuldenbremse 2023 nochmal rückwirkend ausgesetzt. Was denn für eine Notlage? Naja, Scholz sagt, wegen der Notlage nach Corona, weil das ja auch die Wirtschaft getroffen hat. Der letzte Lockdown ist jetzt ja auch schon 2,5 Jahre her, das ist doch schon eine Weile. Naja, also Scholz sagt auch, wegen der Notlage nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs, weil da hat man ja keine Energie mehr aus Russland bezogen. Der Ukraine-Krieg begann Februar 2022, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen lange her. Naja, Scholz sagt aber auch, wegen der Notlage nach der Flut im Ahrtal, weil der Wiederaufbau ja so teuer ist. Nee, das sagt er wirklich. Dann fragt man die Leute im Ahrtal. Ja. Die Flut in Rheinland-Pfalz war übrigens im Juli 2021, auch das ist schon ein bisschen her. Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so geballt zu tun haben. You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibt es. Ja, der Auftritt am Dienstag, der hat bei der Opposition auf jeden Fall für sehr viel Amüsement und auch gute Laune gesorgt. Das konnte man hören. Aber eins habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Der Haushalt 23 wird also rückwirkend zur Notlage erklärt und deshalb gilt die Schuldenbremse nicht. Wie ist es denn mit dem Haushalt 24? Der muss ja in Kürze verabschiedet werden. Stimmt. Da die Energiekrise laut Regierung ja auch weiter Bestand hat, vielleicht sogar noch schlimmer werden könnte, ja, da könnte es gut sein, dass auch für 2024 wieder eine Notlage erklärt wird. Ich fürchte, die Energiekrise hat noch so lange Bestand, wie die Regierung regiert. Richtig, ja, das ist durchaus möglich. Einzig diese Strom- und Gaspreisbremse, die soll jetzt vorzeitig zum Jahreswechsel auslaufen. Weitere Einsparungen, die sind bisher noch nicht bekannt. Aber ich bin mir sicher, die werden kommen und dann werden wir nämlich mal schauen, was sich im Alltag dann tatsächlich von uns allen ändert oder nicht ändert. Bei all dem, und so viel Zeit muss sein, dürfen wir neben der SPD und den Grünen natürlich auch die FDP nicht zu kurz kommen lassen. Nee. Denn während es im Mai 2022 von Finanzminister Lindner noch hieß, lieber neue Wahlen als neue Schulden, heißt es nun vom FDP-Chef, es bestehe eine außergewöhnliche Notlage. Wir werden die Schuldenbremse erneut aussetzen. Und das bedeutet im Klartext übrigens, dass in diesem Jahr noch einmal 72,2 Milliarden Euro zusätzlich an Schulden aufgenommen wurden. Schöne Grüße nach Karlsruhe. Wir freuen uns schon auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil zu diesem Thema. Ja. Denn die CDU hat angekündigt, dass sie jetzt alles tun wird, um die Regierung anzugreifen, ja, bis die Regierung zur Besinnung kommt. Das in etwa war der Ton von Friedrich Merz. Mhm. Und schöne Grüße an die Grünen, die meinen ja immer, dass Friedrich Merz jetzt seiner staatspolitischen Verantwortung gerecht werden muss. Herr Merz hat explizit gesagt, die Regierung jetzt in Grund und Boden zu klagen in Karlsruhe, das ist seine staatspolitische Verantwortung. Ja, richtig. Übrigens, wir wollen es nicht verschweigen, auch die AfD hat natürlich Proteste dagegen angekündigt. Das auch, absolut. Ich frage mich ja, wie viel Geld man doch eigentlich einsparen könnte, wenn man zum Beispiel diese unsinnigen grünen Projekte teilweise mal nicht mehr subventioniert. Ja? Oder wenn man den Ukraine-Krieg und diese Milliardenausgaben für Rüstung einfach mal beendet. Ja? Oder wenn man die Zuwanderung begrenzen würde. Und zwar aus Liebe zu den Menschen hier. Ja? Aber auf uns hört ja wieder keiner. Doch, Marcel, anscheinend schon. Und das ist auch gut so. Die Umfragewerte der Regierung und ihrer einzelnen Mitglieder sind schlecht. Eine deutliche Mehrheit hat infolge des Urteils weniger Vertrauen in die Regierung. Rund 64% der Befragten geben dies in der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey an. 64%? Wow! Aber das geht noch besser. Ja, richtig, geht es. Hier ist eine Umfrage der BILD mit über 160.000 Teilnehmern. Das Ergebnis, 94% der Befragten geben an, dass ihr Vertrauen in die Ampelregierung erschöpft ist. Genau, abstimmen kommt man bei der BILD-App und ich habe auf jeden Fall versucht, da 6-mal raufzudrücken. Hat nur einmal geklappt. Beweist natürlich, dass die Grünen wohl eher keine BILD-Leser sind. Aber dennoch ist es eine beeindruckende Zahl und definitiv ein Anzeichen dafür, dass die Bundesregierung fertig hat. Ja. Und unsere Prognose ist, die werden wahrscheinlich
trotzdem weiter wursteln bis zum bitteren Ende. Ja, aber besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, ne? Und das bringt uns dann jetzt auch zu unserem heutigen Web-Tipp. Ja, zu dem kommen wir jetzt. Richtig. Ja, am vergangenen Samstag war mal wieder Demo und Kundgebung am Brandenburger Tor. Eine groß angelegte Friedenskundgebung war es. Mhm. Die Forderung, Nein zu kriegen. Die Polizei gibt 10.000 Teilnehmer vor Ort an. Laut Veranstaltern waren es 20.000. Und da gab es mehrere Redner. Diesmal war es auch nicht eine nur von Sarah Wagenknecht und ihrem Bündnis organisierte Demonstration. Auch Gewerkschaften und auch von der ursprünglichen Linkspartei gab es ein paar, die dort geredet haben. Gleichparteiausschussverfahren. Sofort, natürlich. Aber eben auch eine Dame, die sonst eher nicht auf so großen Bühnen spricht. Und sie hat selbst gesagt, eigentlich macht sie es nicht, weil sie ist ja Journalistin und da sollte man eher einen Abstand haben. Aber zu dem Thema muss sie sich doch äußern. Und unser Webtipp ist die Rede, die Frau Krone-Schmalz am vergangenen Samstag dort auf der Demo gehalten hat. Hier für euch mal ein kleiner Ausschnitt. Es gibt in der Geschichte genug Figuren, die bewiesen haben, dass Gewaltfreiheit, intelligentes Selberdenken und Mut, sich dem entgegenzustellen, was man mit dem eigenen Gewissen nicht vereinbaren kann, dass das letztlich zu besseren Lösungen geführt hat, als das Kriegsgeschrei derjenigen, die sich stets auf der moralisch richtigen Seite wähnen. Gabriele Krone-Schmalz zu finden in voller Länge auf ihrem Kanal. Der hat den Namen Gabriele Krone-Schmalz. Ach was, ja, verlinken wir natürlich auch nochmal unter unserem Video. Und wir wollen schreddern. Ach, ist das schön. Ja, ich habe mal stellvertretend für hunderte Artikel, die wahrscheinlich am Dienstag war's, rausgekommen sind, einen von NTV mitgebracht. Und der hat den Titel Möchte mich entschuldigen, Gil Oferim legt Lügengeständnis ab. Na, erinnert ihr euch? Was waren da nochmal? Die Geschichte kurz zusammengefasst. Gil Oferim ist Anfang Oktober 2021 in ein Hotel in Leipzig eingecheckt. Oder auch nicht. Er wollte einchecken, das hat aber nicht so richtig funktioniert mit dem Checken. Und deswegen ist er gleich zu Instagram gegangen und hat ein Video aufgenommen. Er hat behauptet, er sei dort antisemitisch beleidigt worden und deswegen sei er dort nicht reingekommen ins Hotel. Kurz gesagt. Und ach du liebe Güte, war dieser Aufschrei nachher groß und diese Solidaritätsbekundung. Benjamin hat mal so ein paar zusammengetragen. Vielleicht magst du uns das ein oder andere noch mal von Twitter da mitteilen, was da los war. Sicher, aber ihr könnt gerne zurückspulen. Vielleicht findet ihr das ja. Wir haben uns damals nämlich auch dazu geäußert. Ja. Ich vermute aber im Wochenstart, der damals nicht öffentlich für alle gewesen ist. Ah. Aber ich kann euch sagen, was wir gesagt haben. Ruhig Blut, Freunde. Lasst mal abwarten. Ja. Denn ich sag mal so, ich habe ja in der Gastronomie gearbeitet, bin in mehreren Fünf-Sterne-Hotels aufgeschlagen, als Spüler, als Kellner. Und ich kenne auch die Luxusindustrie ganz gut. Wenn jemand behauptet, dass ein Mitarbeiter eines Fünf-Sterne-Hotels einen Gast antisemitisch beleidigt, ist das ein starkes Stück. Das ist der erste Punkt, wo ich sage, das ist nicht ganz plausibel. Die Kameraaufzeichnungen, die man ja auch gesehen hat, die waren zumindest nach dem, was ich gesehen habe, irgendwie haben die auch so eine andere Sprache gesprochen. Wir haben uns von Anfang an recht vorsichtig zu diesem Vorgang geäußert und waren dann auch gar nicht überrascht, dass es eine Gegendarstellung des Hotels gab und dass das Hotel sich relativ schnell ziemlich sicher war, dass Gil Oferim nicht die Wahrheit sagt. Mhm. Wir waren also vorsichtig, aber interessante Vertreter aus Medien und Politik waren dann nicht so vorsichtig. Nee. Und ich weiß gar nicht, wem wir euch vorlesen sollen. Also zum Beispiel die SPD. Da haben wir einen Bundestagsabgeordneten, der schrieb, was Gil Oferim erleben musste, erleben JüdInnen in Deutschland viel zu häufig, ohne dass es öffentlich wird. Oh, Dirk Wiese aus dem Sauerland. Hm. Marie van den Benken, eine SPD-Influencerin, Gil Oferim ist Abscheuliches zugestoßen. Jonas Weber, Mitglied des Landtages SPD, in unserer Gesellschaft ist kein Platz für Antisemitismus, Solidarität mit Gil Oferim. Hm. Da oben ist doch noch unser Lieblingsanwalt. Ja, Chan Yo-Yun, unter anderem Anwalt des Goldenen Aluhuts. Was genau nehmt ihr ernst, West in Leipzig? Dass ein deutscher Jude es wagt, mit Davidstein einzuchecken? Noch immer kein Grund für eine Entschuldigung? Halten Sie Herrn Oferim derzeit für einen Lügner? Wer entschuldigt sich jetzt eigentlich möglicherweise bei diesem Hotel und dem Mitarbeiter, um den es eigentlich ging? Na, Gil Oferim hat sich entschuldigt. Ja, aber vor Gericht. Ja. Vor Gericht entschuldigt. Das heißt, er hat den Vorwurf über 2 Jahre lang offen gehalten. Er hat auch vor Gericht noch gesagt, ich habe das Video nach wie vor bei Instagram offen, denn ich habe nicht gelogen. Mhm. Und was kommt dann bei raus? Er hat gelogen. Am zweiten Verhandlungstag. Und da haben sich noch weitere so blamiert, als zum Beispiel Ahmad Mansur, der Mann, der derzeit als Islamexperte durch alle deutschen Medien geprügelt wird. Mhm. Oder Annabel Schunke, ja, eine konservative
Twitter-Persönlichkeit. Auch sie meinte, das sei unfassbar und das muss Konsequenzen für dieses Hotel haben. Und dann haben wir hier, und das ist wirklich das Schönste, haben wir Ralf Schuler von der Bild-Zeitung damals noch, Gil Offerim wegen Davidstern in Leipziger Hotel abgewiesen. Das ist eine Feststellung, Herr Schuster, da lagen Sie falsch. Die Deutsche Welle Deutsch, der Fall des Sängers Gil Offerim sorgt für Aufsehen und eine Welle der Solidarität ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Was soll denn das heißen, DW Deutsch? Die Spitze des Eisberges, dass Juden lügen? Genau das ist nämlich das Problem. Ja, ja. Und auch die jüdische Gemeinde hat sich hier geäußert. Genau das ist jetzt nämlich das entscheidende Problem. Ah, ja. Man springt einem jüdischen Menschen sofort zur Seite, wenn er sagt, dass er Antisemitismus erlebt hat. Mhm. Man wartet gar nicht ab, was daraus wird, sondern man macht es riesig zu einem Ballon. Sowohl das jüdische Forum hat sich geäußert, der Zentralrat der Juden in Deutschland ebenfalls. Und jetzt steht ihr doof da und jetzt zeigt ihr, Zentralrat der Juden, auf Gil Offerim und werft ihm vor, dass er tatsächlich die Situation von Juden in Deutschland verschlechtert hat, was er ja auch getan hat. Ja. Aber ihr habt es auch gemacht, weil ihr ihm sofort zur Seite gesprungen seid. Das ist die gleiche Medaille, das ist peinlich. Es ist eine Lose-Lose-Situation, richtig, ganz im Ernst. Und es hat niemandem geholfen und deswegen haben wir uns, aber auch viele von euch, sich am Anfang da sehr, sehr zurückhaltend geäußert, weil solange sowas nicht bewiesen ist, sollte man da kein großes Fass aufmachen. Und einen habe ich noch zum Abschluss, bevor wir den ganzen Stuss schreddern, den ihr geschrieben habt. Mimikama. Ein Faktenchecker-Portal. Hm. Der Musiker und Künstler Gil Offerim wurde in einem Leipziger Hotel diskriminiert. Mit einem Video machte er den Vorfall nun in den sozialen Medien öffentlich. Mimikama, ich glaube, das bekannteste Faktencheck-Portal Österreichs. Wie steht ihr jetzt dazu? Wollt ihr eure eigenen Fakten nochmal checken? Mal wieder bitte. Ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich unendlich viele Leute und die Medien blamieren können. Das ist schon wirklich krass, ne? Auf ja. jeden Fall. Hast du, haben wir den ein? Ah ja, haben wir eingesteckt. Sehr, sehr schön. Ausgezeichnet. Weg damit. So. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute, ihr Lieben. Leider müssen wir euch am Ende der Sendung aber sagen, so richtig Hoffnung können wir euch nicht machen. Ja, die Politik in unserem Land ist und bleibt auch ein Trauerspiel. Aber da gibt es nur eins. Immer wieder den Finger in die Wunde legen. Können Sie nicht mal einen kurzen Augenblick den Mund halten und mal innehalten mit dem, was Sie hier an Zwischenrufen zu machen haben? Na, wer wird denn da gleich laut werden, Herr Merz? Wir lassen uns den Mund jedenfalls auch weiterhin nicht verbieten, das versprechen wir euch, auch wenn das politische Berlin uns dafür nicht unbedingt feiern wird. Hauptsache, ihr feiert uns. Ja, richtig. Und wenn ihr das macht, dann zeigt das sehr gerne, unter anderem, indem ihr fleißig hier drunter kommentiert oder teilt, indem ihr unsere Webseite besucht und indem ihr uns natürlich auch sehr, sehr gerne unterstützt, damit wir 2024 auch hier noch gemeinsam sitzen können. Das möchten wir nämlich wirklich unheimlich gerne. Genau. Eure Schenkungen für Benjamins Blutdruckpräparate bitte jetzt per PayPal und per Banküberweisung. Alle Informationen gibt es auf unserer Internetseite basta.berlin oder unter unserem YouTube-Video Mehr erfahren. Richtig. Und wenn ihr uns übrigens noch eine E-Mail schreiben wollt zum Thema beispielsweise Pakete, redaktion@basta.berlin. Ein Hinweis, wir können nicht immer auf alle E-Mails antworten, dafür sind es einfach zu viele. Wir versuchen aber uns immer mal wieder zurückzumelden und wir lesen eigentlich alles. Ja, auch die Kommentare. Ja, wunderbar. Sehr schön. Jetzt habe ich aber auch noch was zu Gil Offerim gehabt, aber vielleicht noch ein persönliches Abschlusswort. Herr Offerim, ich verzeihe Ihnen auf jeden Fall den Bullshit, den Sie gebaut haben. Wichtig wäre es, dass Sie uns das noch mal ein bisschen besser erklären als vor dem Anwalt. Und machen Sie das bitte nicht in einem hochbezahlten Interview für RTL, wo Sie das Geld dann selber kassieren, sondern spenden Sie das Geld für einen guten Zweck. Meinetwegen auch Basta Berlin. Aber erklären Sie uns, was los gewesen ist. Waren es Drogen? Hatten Sie Koks-Intus? War das Alkohol? War das Selbstüberschätzung? War das ein kaputtes Ego? Bitte erklären Sie uns, was da eigentlich passiert ist. Und dann werden wir Ihnen gerne verzeihen. Warum macht er das eigentlich nicht auf seinem Insta-Kanal wieder? Da hat er doch auch das erste Video gepostet. Wäre doch eine schöne Idee. Wir entschuldigen uns für diese Sendung. Es war Koks, Alkohol und Selbstüberschätzung. Wie immer. Mein Name ist Benjamin Golme. Bis dann. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss. Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand? Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.